Wo und wann gibt es Gewitter am Donnerstag und am Freitag? Willkommen zum Unwetterfahrplan. Also am Donnerstag geht es schon relativ früh los. Wir sehen eine Gewitterlinie, die in den Westen Deutschlands reinzieht. Ja, schon bis 15 Uhr haben wir Gewitter von Ostfriesland runter bis ins Rheinland. Und da sind schon schwere Unwetter mit dabei. Da kann Hagel mit dabei sein, Sturmböen und natürlich Starkregen. Das Ganze verlagert sich bis 17 Uhr ungefähr auf eine Linie Hamburg-Hannover-Frankfurt. Also das kann relativ weit nach Süden gehen. Und auch hier herrscht Unwettergefahr nach wie vor. Danach, also bis 21 Uhr, lassen dann die Gewitter vor allen Dingen im Norden etwas nach. Ja, Schwerin kann es noch treffen, auch Lübeck oder auch Magdeburg, aber die nehmen an Stärke ab. Ausnahme ist ja Thüringen, da kann es noch mal ein bisschen stärker blitzen und vor allen Dingen der Süden. Also hier entwickeln sich noch mal kräftige Gewitter, auch Unwetter, auch richtig mit Hagel und das trifft vor allen Dingen den Großraum München. Also hier noch mal vorsichtig sein am Donnerstagabend. So, jetzt kommen wir zu Freitag, einem richtigen außergewöhnlichen Unwettertag. Wir sehen hier einen großen Gewitterkomplex, der auch wieder von Westen reinzieht. Wir haben um 13 Uhr bereits die ersten starken Regengüsse im Westen und bis 15 Uhr haben wir auch die ersten schweren Gewitter. Wir müssen mit Superzellen rechnen, mit Tornado-Gefahr rechnen. Bis 17 Uhr haben wir ungefähr die Linie, ja, Hamburg-Hannover und es kommt dann noch eine zweite Gewitterlinie rein im Westen, die Kaltfront. Da sind auch nochmal schwere Gewitter mit dabei. Ja, zwischen 19 und 21 Uhr wird es dann richtig spannend im Osten. Wird Berlin getroffen, ja oder nein? Auf jeden Fall wird was passieren in der Hauptstadt. Das ganze Ding zieht nämlich genau auf die Hauptstadt zu. Und ja, bis 23 Uhr wird das Ganze dann auch wohl vorbei sein. Gewitter sind noch aktiv, ziehen aber in Richtung Polen ab. So, wir haben noch ein bisschen Gewitteraktivität im Süden an dieser Kaltfront. Das regnet sich dann auch bis zum Morgen im Süden etwas aus. Also da blitzt es auch noch in der Nacht. Aber die ganz schweren Unwetter sind dann schon vorbei. Und ich möchte hier nochmal betonen, die Gewitter insbesondere am Freitag, die können ganz schnell lebensgefährlich werden. Warum? Naja gut, zum einen herrscht Tornado-Gefahr und zum anderen kann es bis zu 100 Liter Regen auf den Quadratmeter geben und auch noch großen Hagel bis 5 cm Durchmesser. Also das sind große Hagelkörner, die da runterfallen können. Wenn Gewitter aufziehen, dann suchen Sie bitte Schutz, nehmen Sie die Wetterwarnungen ernst. Das ist eine außergewöhnliche, eine lebensgefährliche Wetterlage am Freitag. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.